Also diese freiheitliche Demokratie ist ein ungeheures Abenteuer. Nicht? Freiheit ist das, was ich aufgebe, um sie dem anderen zu ermöglichen. Das ist ein Stück Gleichheit, Gleichheit vor dem Gesetz, das für jedermann gilt. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Jeder Mensch hat, weil er Mensch ist, nicht weil er was geleistet hat, wie die römische Eliten das, weil er Mensch ist, in seinem Dasein und einem So-Sein eine Würde. In einer Demokratie verhält sich das Staatsvolk zum Staat wie die Hand zum Handschuh. Der Handschuh, der Staat, liegt da nieder, völlig bewegungslos, wenn er dort ist. Erst wenn die Hand hineinfährt und gibt ihm Bewegung, dann vermag auch der Handschuh sich zu bewegen.